So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute kam auch schon das Video vom nächsten Community Day, der Community Day Classic mit Kindwurm. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, spielt den, gönnt euch das, das ist ein starkes Teil. Jetzt aber nicht darüber reden, sondern hierüber reden, wir müssen nämlich heute auch noch weg. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, dass ich das alles noch schnell raushaue, damit das dann irgendwie 15 Uhr für euch kommen kann. Also Video Start kommen, würde Naturin sagen und Grüße an alle, die gegrüßt werden wollen. Angefangen hat die Woche hier bei Itch2Domo, der ist nämlich Glücksfreund mit mir geworden. Wir haben auch schon getauscht, ich weiß nur nicht mehr was. Dann Johannes, grazie, kannst du gleich in Raid am Mittwoch aufnehmen, damit du genügend Fotos hast. Wir haben, ich mache ja jeden Tag meine zwei freien Raid-Pässe jetzt für Mega Despo da weg. Da hat er mitgemacht, da hat er ein 100er Despo da abgestaubt. Glückwunsch dazu. Drachek, kann mich einer boxen? 33 Paletten Carbonara Bulldog. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Also, außer ihr mögt keinen Carbonara, ne, von Bulldog. Ihr seid eher die Cheese-Variante, so wie ich das hätte. Das wäre wirklich Schocker der Woche gewesen. Dann möchte ich nochmal Danke an Cheffe24 sagen. Der hatte mir das Flammiau C-Day-Ticket geschenkt. Danke dafür. Und natürlich auch an Blood and Tears, also Sarina. Denn die hatte mir das Kyoko Raid Day-Ticket geschenkt. Deswegen hatte ich ein fettes Wochenende. Sie wurde da auch gleich belohnt. Ich habe gesagt, dafür kriegst du den 100er Adi-Schatz in Shiny. Hat auch funktioniert. Der bleibt so, wie er ist. Kann Fuegro nicht ausstehen. Shiny hat schon was, muss ich sagen. Ich wusste vorher nicht, wie das Shiny aussieht. Ich finde, das passt. Ich finde auch, dass das in der ersten Form irgendwie schöner, süßer, niedlicher, besser wirkt. Als wenn du es dann entwickelst, dann geht das irgendwie unter. Also würde ich so lassen, würde ich so sammeln. Und dass der Adi heißt, finde ich auch richtig toll. Stefan Landei, Meiningen. Was ist das? Gebrütet? Wild? Raid? Ich weiß es nicht. Hat einen Schlurp mitgenommen, als er hier war. Ist mir gar nicht aufgefallen. Daniel Dilling, Schocker der Woche. 4 Euro für 5 Packs. Das ist auch Schocker. Normalerweise bezahlst du jetzt 10 Euro für einen 5er Pack. Aber hier 4 Euro für einen 5er Pack. Da würde ich sofort zuschlagen. Ist sogar noch haltbar. Hätte ja sein können, dass das nicht mehr lang haltbar ist. Aber doch bis November 24. Zelda, 2 Shinies hintereinander. Eine aus dem Raid und eine aus der Forschung. Eine Shiny genau. Formio, Winter, was wahrscheinlich vielen noch fehlen wird. Und St. Long sieht man auch noch nicht so oft. Dann habe ich hier ein Kitten Nuggets Bill. Das fand ich so genial. Das muss ich vielleicht dem Netghost zeigen. Statt Chicken Nuggets, Kitten Nuggets. Die sind so süß. Und vorne das eine, das badet sogar da in dem Dip-Karton, in dem Dip-Behälter. Dann bin ich mit Gopo Gomano Glücksfreund geworden. Ich weiß, wir haben schon oft Raids zusammen gemacht. Und ihr lasst euch einladen und der Account gehört dazu zu ein paar anderen Accounts irgendwie oder ist Frau von Mann. Ich find's aber nicht, ich find's nicht. Bitte melde dich wegen dem Glückstausch. Ich müsste eigentlich in der Raid-Gruppe gucken, aber da gab's so oft Listen, da war der Name eingetragen. Ich bin zu blöd, das gerade zu finden. Ich weiß nicht, normal gibst du da den Namen ein und wenn irgendwo der Name irgendwo auftaucht in irgendeiner Nachricht, wird dir das angezeigt. Da wird aber nichts angezeigt. Warum? Ich weiß es nicht. Also, bitte melde dich, dich suche ich noch. Dann Dankeschön an Borki, denn Borki hat mir das Zarude-Ticket geschenkt, was, glaube ich, dann ab Donnerstag aktiv sein müsste. Ja, hier steht ja sogar 21. März genau, denn da gibt es ja eine Spezialforschung mit Zarude. Das wäre mein erstes Zarude auf dem Habanero-Account. Dann bin ich mit Blood Moon Glücksfreund geworden. Da müssen wir auch tauschen. Am besten morgen. Das wäre perfekt. Dann Kaiser Kai. Das Beste vom C-Day. Er ist sehr zufrieden mit dem. Ist ein 98er natürlich. Und ihr seht, was ich meine. Fuegro, Shiny. Naja, als kleines Kätzchen wirkt das irgendwie besser. Aus der GBL-Belohnung bekommen. Kaiser Kai, Shiny Skalyk. Dann haben wir hier nochmal. Oh ja. Ein normales 98er habe ich auch bekommen, hat auch 15 Angriff und dann hier zwei Shiny vom Kai Ogre mitgenommen. Shiny Regi Eis, bin froh, dass es eine Animation gibt, wenn es Shiny ist, weil ich erkenne da kaum einen Unterschied. Doch das ist kräftiger. Ich finde bei Regi Eis ist eines der wenigen Pokémon, wo das Shiny viel besser aussieht als das normale. Weil hier das Shiny ein kräftigeres Eisblau hat, das andere ein bisschen blass ist dagegen. Cutter, der kleine Account.
Eigentlich habe ich die Raids nur gemacht für die Mega-Energie, aber nehme ich gerne mit. Ist das zweite auf dem Account. Jetzt hat er eins für Gestein und eins für Unlicht. Despodar passt. Timo, Bommel, Shiny mitgenommen. Skungapu, Shiny mitgenommen. Ist ja auch noch nicht so lange im Spiel. Dann Shiny Kyogre mitgenommen. Shinaya mit dem Formio. Hodensack in Shiny. Seaday und so. 7 Shinies. Jedes auf einmal entwickelt dann hier. Noch ein Formio, aber als Lusttropfen. Der Hodensack und der Lusttropfen. Was haben die noch? Dann Remoraid, Feldforschung. 100%. Netghost aus dem Meininger Raid Bus. Kyogre 96, Shiny, Bam. Ich habe ja auch einen 96er entwickelt zur Protomorphose gemacht. Bei mir aber leider kein Shiny dabei gewesen. Hauptsache Groudon. Groudon muss her. Kyogre egal. Na, Yennick hat diesmal so richtig gegönnt oder ich spiele einfach in der richtigen Stadt. Wir haben hier Shiny. Ponita, Eneko, Elezeba, Paras, Kramurks, Schlurp, Flecknoil, Flunkiefer, aber auch als Krypto, Zubat, aber auch als Krypto, Iguana. Und dann geht's hier weiter, Shiny, Amarino, Raupi, Dedenne, Regieis, Kyogre, dann der 100er Adi, 100er Dedenne, 100er erlöstes Panzereron und Arctos, Gala Arctos. Für viele immer noch nie gesehen, noch nie gehabt. Dann Alexander Ahringer, kurz vor dem Flamjau Seaday endlich mein zweites 100er Amarino bekommen, somit Familie komplett. Alexander Ahringer, meine Shiny-Ausbeute vom Flamjau Community Day, 4 Stück, endlich Shiny Iguana in Pokémon Go. Dann kommen wir zu McMaggie mit Amarino, Shiny in Weiß, sieht auf jeden Fall sehr edel aus. 6 Shiny Kyogre bei McMaggie mitgenommen, Sören, der Kollege neben mir, hat es in Shiny bekommen, also 100% Fuego Shiny. Aber Serena hat sowas ja theoretisch auch. Wäre also nicht Schocker der Woche, deswegen wisst ihr, warum der Adi kein Schocker der Woche ist. Weil das wurde nicht eingereicht, aber da war eine Fliege am Bildschirm, da muss man sich erst drum kümmern, das ist wichtig. Ich glaube, wir haben nämlich noch eins nachher. Und deswegen kann das nicht Schocker der Woche sein. Sören, feines Kyogre Shiny. 96%, aber andere Verteilung. Andy Vorbeck, mein Skalyk aus der PvP-Belohnung, hat erstmal Sonnenbrand. Das ist erstmal nicht so schlimm. Darauf achten, dass es nicht schlimmer wird. Ein paar Sekunden später in der Wildnis ein Parfüm. So, hat er auch mitgenommen in Shiny. Elke zeigt uns aus 4 Wochen ihre Fänge. Alles, was doppelt war, lässt sie weg. Ein paar Hunderter kommen unten noch. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Das ist schon wieder so kacke. Normal machst du ein Screen von dem Bild und oben steht der Name dran, automatisch, weil es im Gespräch ist, aber mittlerweile ist das so, du gehst auf das Bild und das wird wie ein Overlay angezeigt und du hast keinen Namen mehr. Du musst also jetzt immer ein Bild vom Gespräch machen, dass du den Namen hast, Elke Kaiser, und kannst dann erst zeigen, was sie da bekommen hat. Mauzi, Velursi, Vespritz, zum Glück steht es unten dran, Sneebel, Barschwa, Parfi, Grillmark, Carpador, Raupi, Iguana, Kusilla, Slimer, Hodensack, Schlurp, Pantimimi. Und dann hat sie die 100er. Die hätte ich ja einzeln auch machen müssen, da steht auch kein Name dran, aber man sieht ja genau alle 300er, die es sind. Habe ich hier Felori, Togepi und Blumenmeer, also Purmel, genau, Purmel heißt es. Die 3 als 100er auch mitgenommen. Die Kryptos habe ich weggelassen, weil die könnten zwar 100er werden, du hast sie aber nicht erlöst, weil es nur irgendwelche sind, die 100er werden könnten, da waren die für mich jetzt nicht so wichtig. So, Silvio, selbe Ding. Der hat so ein Bündel Bilder geschickt. Das ging früher gar nicht. Jetzt schickt er ein Bündel Bilder und ich muss das im Gespräch machen, weil wenn ich auf das Bündel draufgehe, sehe ich ja den Namen nicht mehr und weiß nicht, wer das geschickt hat. Und ich dachte, das ist allgemein so jetzt bei Facebook. Es gibt aber immer noch Leute, die schicken ein Bild und das kann man normal upscreenen. Das seht ihr aber gleich. Außer GBL-Belohnung bei ihm hier. 100er Legios. 17 zu 300 Fängen. 17 Shinies bei 300 Fängen. Noch 2 Kyogre. Fuego, alles dabei. Formeo. So, vom Wochenende. Insgesamt. Back to back. Beim Essen, da war ich dabei, 15:34, wir haben bis 15 Uhr ungefähr gezockt und dann waren wir essen, seht wie lange das gedauert hat. Hier noch ein Iguana mitgenommen mit 100%, ein blindes Huhn findet mal einen Korn, hat wieder 5 von 5 gewonnen. Weiß jetzt wieder nicht, ja, welcher Rang, was ist da los, wie und auch wo. Beim Thomas Speck ist es leider hier aber auch so, Thomas Speck, erstes
Gespräch abscreen, weil wenn du dann aufs Bild gehst, siehst du wieder keinen Namen. Und deswegen das Amarino 100% auch beim Thomas Speck, genau wie das Regie Eis 100% beim Thomas Speck. Dann haben wir hier Fuegro Shiny 100%, deswegen nicht Schocker der Woche, haben wir ja schon gehabt, aber trotzdem genial. Benjamin Tuska, da muss ich es auch so machen, aber man sieht ja dieses eine Bild, da muss ich es nicht nochmal groß machen, wieder in Shiny. Aber bei Karin Karisima, das ist auch Facebook, ist das anders. Du drückst aufs Bild, du hast das Bild groß, es ist kein Overlay, weil du ja nicht den ganzen weißen Rand drumherum hast, aber du hast den Namen oben. Das ist perfekt. Wieso macht es bei manchen so und bei manchen so? Kann man jetzt wieder verschiedene Arten, auf verschiedene Arten, Arten und Weisen Bilder schicken? Bei Instagram ist das ja auch so bescheuert. Manchmal wird es angezeigt, mal wird es nicht angezeigt. Mal hast du nur die Hälfte vom Bild. Oh, schickt am besten alle über Telegram oder WhatsApp, dann sieht das viel besser aus. Oder macht's wie Karin Karisima, da geht das auch. Shiny Crypto, Zubat, Cumulus, das ist dann WhatsApp wieder. Sieht man gar keinen Unterschied, da denkt man, das ist alles von derselben App, oder? Das ist WhatsApp, das ist auch perfekt. Cumulus, Hippopotas, 100, Formio, Shiny, Driftlon, Shiny, Bronzel, Shiny, Vulcano, 100, Paras, 0, aber Henry Niki, Nuller für die Sammlung, oder hier steht Ola, der Ola für die Sammlung. Ola Paras, ein Raid und gleich Shiny beim Regie Eis, dann nochmal seine Ausbeute. Raid Day Ausbeute bei 12 Raids. Ein Shiny ist noch dabei, dann Amarino Shiny noch mitgenommen, 100er Paras noch mitgenommen, 100er Iguana mitgenommen, Shiny Schlurp mitgenommen, Bierschanga auch mit dem Shiny Kyogre in Bürgenheide, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Lenzhardt 100% XXL, erlöst, Golbit, dann Hodensack Shiny, Flamjau 100% auch Lennart. 9 Shinies in den ersten 1,5 Stunden, die restlichen in den letzten insgesamt 45 Stück. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber jedes Mal so krass. Hat ihn noch nicht, wollte eigentlich den Stop antippen, zack, Mantax Shiny mitgenommen. Was man im Queststapel so findet und dann erlösen kann, Plinfa 100%. Gab ein Shiny am Main mit 22,69 und noch eins am Klein mit 23,27. Baloo, guckt euch doch mal an. Drückst du drauf, steht kein Name da. Lässt, drückst du nicht drauf. Machst du so, hast du ein Bild statt drei Bilder. Es ist eh alles Shiny Flamjau. Als Collage. Lässt du so, Laura, die schreibt ihren Namen drauf. Aber okay, da wird der Name plötzlich doch ja wieder oben angezeigt. Es ist so wechselhaft. Hier ein paar Shinies, die sie da so hat. Shirachi ist da auch dabei. Shirachi ist aber auch nochmal extra. Nämlich hier, damit ihr auch die IV seht, ist auf jeden Fall ein 3-Sterne-Guess. Und hier der Rest vom Schützenfest mit dem Hodensack noch dabei. Und dann hat sie von ihrem kleinen Account sich ein Kyogre rübergetauscht an den großen Account. Dann ist das einfach 100% Glücks-Pokémon geworden. Das war doch kein Glückstausch, oder? Das ist ohne Glückstausch glücklich geworden und dann 100%. Eigentlich hat das so einen coolen Wow-Effekt für dich selber. Das müsste der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht. Ich habe was anderes und deshalb jetzt der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Thomas Speck ist das immer noch. Der hat nämlich die 23,51 geknackt und ein 100%iges Shiny Kyogre gehabt. Und weil das Wochenende mit dem Raid Day Kyogre so genial war, so viel Spaß gemacht hat, so turbulent war und alles im Rahmen von Kyogre steht, wir 100er Kyogre hatten, wir Shiny Kyogre hatten, wir 100% Glücks Kyogre hatten, haben wir natürlich auch ein 100%iges Shiny Kyogre hier drin. Die Creme, da la Creme. Und wenn du das dann entwickelst, dann wird das schwarz und das ist auf jeden Fall richtig verkauft. Cooler Fisch. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, morgen ist Raidboss Wechsel auf Mega Bisa Floor und Kapu Falla, eins von den Kapus kommt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.